Wir haben ein relativ breites Spektrum an lungenerkrankten Patienten bei uns. Dazu gehören die akut erkrankten Patienten, zum Beispiel nach einer durchgemachten Lungenentzündung oder einer Operation am Thorax. Aber auch solche, die chronisch krank sind, da gehört die große Gruppe der COPD dazu, aber auch Asthmatiker und vor allem hier muss man die allergischen Asthmatiker erwähnen, die häufig auch unter Hauterkrankungen leiden, die bei uns auch hervorragend therapiert werden können. Aber wir haben auch solche Patienten, die an seltenen Erkrankungen der Lunge leiden, zum Beispiel Lungenfibrose oder Sarkoidose. Wir haben auf Sylt aufgrund der Insellage eine sehr gute Luftqualität, die auch in regelmäßigen Abständen vom Umweltbundesamt bestätigt worden ist. Das ist dadurch bedingt, dass wir durch die Nordsee eine sehr allergenarme, das heißt eine sehr pollenarme Luft haben, die zudem auch sehr wenig mit Schadstoffen belastet ist, im Vergleich natürlich zu Großstädten. Und somit haben sämtliche lungenerkrankte Patienten bei uns einen sehr guten Profit durch diese Luft, die natürlich durch das Meer bedingt auch sehr salzhaltig ist. Bewegung ist gerade für lungenerkrankte Patienten extrem wichtig. Es gibt sehr viele Studien aus dem Rehabilitationsbereich, die das auch belegen. Das Wichtige ist, dass jeder Patient, obwohl er Luftnot hat und die teilweise auch sehr ausgeprägt sein kann, kann sich bewegen. Und unser Ziel ist, dass jeder, sei es, dass er im Rollstuhl sitzt oder sogar bettlägerig, eine gewisse Mobilisierung erlangen kann. Das bedeutet, dass er einfach seinen Aktionsradius durch unsere speziellen Therapien sich weiter ausdehnen kann und kräftiger wird und somit insgesamt mobiler werden kann.